Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die uns aus dem Hospitality-Bereich der Flyer Alarm Arena zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Drittliga-Heimspiel gegen den SC Preußen Münster. Das Endergebnis war 3:2. Wir hatten heute 4.355 Zuschauer am Dallenberg und ich begrüße zu meiner linken Gästechef-Trainer Sven Hübscher und zu meiner rechten, wie immer, unseren Cheftrainer Michael Schiele. Dem Gast gebührt das erste Wort. Herr Hübscher, Ihr Fazit zu den 90 Minuten hier in der Flyer Alarm Arena. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an die Würzburger Kickers. Herzlichen Glückwunsch, Michael, zum Sieg. Für uns unglücklich, dass wir verloren haben. Wir haben heute nicht gut gespielt. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir versucht, fußballische Lösungen zu finden, haben aber zu leichte Ballverluste gehabt, die dann in Kontern geendet sind und haben einfach zu oft einfach den Ball hergegeben. Und ich glaube, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit heute verloren haben, weil wir einfach auch gegen den Ball zu emotionslos, sag ich mal, gehandelt haben. Wir haben uns zu leicht abkochen lassen. Wir haben nicht wirklich entschlossen gehandelt, dagegen gehalten. Gerade in entscheidenden Zweikämpfen haben wir vielleicht mal zurückgezogen oder sind nicht entschlossen genug hingegangen. Es geht ja nicht darum, gegen Spieler weh zu tun. Es geht einfach darum, auch mal eine gewisse Präsenz im Mittelfeld zu zeigen, auf faire Weise. Und das haben wir einfach nicht hingekriegt, nicht geschafft und bekommen dann aus dem Einwurf gegen uns, wo wir in der Unterzahl auf der Seite sind, ist die Entstehung zum 0-1. Kommen dann eigentlich nochmal zurück, spielen weiter Fußball, machen das 1-1 und bekommen dann vor der Halbzeit den Elfmeter, der uns dann mit dem Rückstand in die Halbzeit gehen lässt. Und sicherlich hat uns die Umstellung in der Abwehr verletzungsbedingt mit Ole auch dann zwischendurch ein bisschen aus dem Tritt gebracht, hat ein bisschen gebraucht, bis wir uns wieder sortiert hatten. In der zweiten Halbzeit kriegen wir dann zu früh das dritte Tor und versuchen da noch alles, aber dann ist es natürlich auch schwer, weil Würzburg dann mit einem 3-1-Vorsprung natürlich dann auch ganz anders agieren kann. Wir versuchen nach vorne zu spielen und sind dann natürlich defensiv ein bisschen anfälliger und bieten etwas mehr an. Von daher, der Anschlusstreffer für uns fiel dann ein bisschen spät. Da haben wir nochmal alles versucht, aber letztendlich müssen wir heute aus dem Spiel lernen, dass wir von der ersten Sekunde an versuchen, auch in entscheidenden Spielsituationen nicht mehr zu viel schön zu spielen, sondern da auch entschlossen zu handeln, gerade gegen den Ball. Und wir nehmen das an und werden an den Punkten arbeiten. Danke. Danke auch für die Einschätzung. Michael, deine Analyse. Ja, vielen Dank, Sven, für die Glückwünsche. Ja, irgendwann haben wir dann 1-0 mal geführt. Ich denke, dann war dann auch wahrscheinlich verdient zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, dann haben wir aber den Gegner nochmal eingeladen, wo lange Ecke mal ein Torschuss vorbei ist. Dann ist irgendwann auch das 1-1 gefallen, wo wir ja, 10, 15 Minuten auch ein bisschen fahrlässig ja, agiert haben, den Gegner aufkommen lassen haben, wobei sie natürlich auch einen super Fußball spielen. Immer wieder Positionswechsel im Mittelfeld. Pires holt sich die Bälle, Spitze nach vorne und natürlich auch Körperlichkeit mit Marshall und Dadaschow da haben. Trotzdem ist das Tor dann, oder der Elfmeter war dann auch ja, super aufgespielt, dass der Schubi denn dann in die Schnittstelle runterspielt. Fabio läuft super ein und ja, klarer Elfmeter. Davor haben wir schon ein paar Standards über unsere linke Seite zugelassen und auch Angriffe über unsere linke Seite müssen wir besser verteidigen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was geändert, wie wir auch nach vorne kommen wollen dann auch. Und ich weiß nicht, vorm dritten Tor dann schon haben wir, glaube ich, die ein oder andere Konterchance schon liegen lassen. Und natürlich der Fabio, wie er dann das 3-1 dann macht, war super durch einen Einwurf über Luca dann in den Raum gespielt, tankt sich durch, haut das Ding rein und nochmal Chancen gehabt. Und der Gegner, ja, ist eigentlich nicht so zu den Chancen gekommen durch seinen Fußball, aber haben wir sie dann nochmal kurz eingeladen, 3-2, es darf nicht passieren, da war Abstimmungsprobleme hinten, zum Schluss kriegst du dann noch ein 90+1, ein Eckball gegen dich, wo der Torwart noch nach vorne kommt und kann immer wieder was passieren, spätestens da hätten wir das vierte dann machen können, war keiner mehr, ich glaube, waren drei Spieler von uns auf dem Richtung gegnerisches Tor unterwegs und da haben wir auch nicht reinbekommen, aber im Gesamten, glaube ich, schon ein verdienter Sieg für uns und den Sieg haben wir auch gebraucht. Jetzt haben wir 6 Punkte, bisschen hinten mal weg, aber es sind wir erst 5 Spieltage. Dankeschön. Danke, Michael. Gibt es Nachfragen? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns hier wieder in 2 Wochen beim Heimspiel gegen den FSV Zwickau. Bis dahin.